Meine Damen und Herren, ich brauche immer ein bisschen was in der Hand hier. Also von daher habe ich das Mikro jetzt mal eben kurz gegriffen. Mein Name ist Miss Sherry Moonlight und bei diesem Wetter, mein Gott, was könnte man da Schöneres machen, als die Lesbisch-Schwule-Tour zum 15. Mal zu eröffnen. Und das machen wir jetzt nämlich hier. Bitte, meine Damen und Herren, und all die, die dazwischen rumkreuchen und fleuchen, hiermit eröffnen wir die 15. Lesbisch-Schwule-Tour bei wunderschönem Wetter auf diesem herrlichen Platz. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Schmeißen Sie ein paar Blicke rüber oder sehen Sie mal zu, dass Sie hier was Schönes ergattern. Jetzt geht's los und zu meiner Linken startet das Programm. Herzlichen Dank für diesen kleinen Flashmob hier an der Stelle. Sie dürfen ruhig applaudieren. Machen Sie das ruhig. Die Ehrenamtlerin brauchen sowas. Jetzt neben mir jung, dynamisch und erfolgreich steht Erik Heim, Vorstandssprecher vom Landesverband Andersartig. Und hallo Erik. Hallo, schönen guten Tag. Was habt ihr denn für heute gebucht? Schönes Wetter auf jeden Fall. Noch irgendwas anderes? Ja, wir haben eine Menge gebucht zum Tourauftakt. Es gibt, muss ich anders anfangen, wir haben im letzten Jahr während der Tour einen Film gedreht. Dafür möchte ich auch gerne nochmal meinen besonderen Dank an die Filmemacherin Katrin Schulz richten. Bitte einen Applaus dafür. Ja, der ist für dich, Katrin. Ein Film gemacht, um gerade für dieses Jahr, weil wir es natürlich schon wussten, wir können ja alle zählen, nicht wahr, dass wir dieses Jahr ein Jubiläum haben. Diesen Film zeigen wir heute um 19.30 Uhr im Thalia-Kino. Da sind auch noch Plätze frei. 18.30 Uhr? 18.30 Uhr, dann war ich zu früh. Okay, ja, und an dieser Stelle auch nochmal von mir herzlich willkommen an alle hier Anwesenden. Ja, 15 Jahre Lesbisch-Schwule-Tour, 15 Jahre, in denen sehr viel passiert ist, vor allem mit diesem Projekt selber. Es war von Anfang an, glaube ich, ein bisschen angedacht, dass dieses Projekt, und das ist zum Glück sehr gut aufgegangen, auch zum Partizipieren einlädt. Also wir haben das auch außerhalb der Tour gemerkt, immer wenn wir in Arbeitsberatung mit anderen Vereinen und Initiativen gegangen sind, dann ging die Debatte darüber, was kann man zusammen machen und wo kommt man zusammen. Die Gespräche gingen immer schnell in Richtung Tour. Dafür ist sie ja auch da und das finde ich auch gut, dass das so ist und dass das vor allen Dingen auch immer weitergeht. Ja, wir haben jedes Jahr andere und unterschiedliche Gruppierungen, die uns begleiten und unterstützen. Klar, auch manchmal immer dieselben, ne? Wie zum Beispiel Lambda Berlin Brandenburg, die seit 2006 mit dabei sind. Ja, und vor allen Dingen möchte ich nochmal sagen, dass dieses Projekt, das ist eine Entwicklung, die ist mir persönlich aufgefallen, da ich ja auch viele Touren begleitet habe. Es ist eine Woche lang ehrenamtliche Arbeit und in diesem Jahr ist was ganz Besonderes passiert. Die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen haben sich schon, also kurz nach der letzten Tour, glaube ich, war schon das erste Treffen, sind wir sehr früh in die Tourvorbereitung eingestiegen. Es gab unterschiedliche Gruppierungen für die Verantwortlichkeiten. Die Art und Weise der Organisation und ja, die hat sich einfach verändert und da merkt man einfach, dass mit diesem Projekt ganz viel passiert und dass da auch viel Potenzial ist. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die sich an dieser Tour beteiligt haben, ehrenamtlich wohl bemerkt. Das darf applaudiert werden. Ja, bitte! So mal schlichter, das kommt, bekommt. Ja, natürlich auch bei dir, dass du wieder moderierst, das finde ich immer sehr schön, vielen Dank. Bedanken muss ich mich natürlich auch beim Sozialministerium, wir haben wieder die Tour gefördert bekommen. Der Sozialminister Günther Baske hat die Schirmherrschaft übernommen und uns ein Grußwort mit auf den Weg geschickt, das wird auch noch verlesen. Ja, vielen Dank dafür, weil ohne das wäre es natürlich auch gar nicht möglich, das muss man sagen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, die ein oder andere Spende wäre natürlich nicht schlecht für die Tour. Da können Sie sich gerne an den Infostand hier nebenan wenden.
Ja, und ansonsten denke ich, ist damit alles gesagt. Ich freue mich, dass sie wieder stattfindet, die Tour. Und ich denke, dass, ja, dass diese Tour wieder sehr viele Ergebnisse hervorbringen wird. Dankeschön, lieber Erik. Danke. Ich bin ja wirklich gespannt, was dieses Jahr auf dieser Tour passieren wird. Also wer ein Stückchen die Tour begleitet, wer ab und zu mal bei Facebook guckt, der wird auf jeden Fall feststellen, das ist nicht so, dass da einfach nur Ehrenamtler Handführungsstricheln irgendwo einen Infostand hinstellen und dann ist sozusagen ein Markttrend drumherum, sondern da finden unheimlich viele Gespräche statt. Und da passieren natürlich rechts und links auch ganz interessante Anekdotengeschichten. Da kommen plötzlich Menschen an den Infostand heran, die über ihr eigenes Coming-out sprechen oder über Freunde und Bekannte, wo sie sagen, Mensch, da haben wir einen Beratungsbedarf und da brauchen wir Unterstützung und Hilfe. Ich finde wunderbar, dass es so viel ehrenamtliches Engagement gibt im Land Brandenburg und darüber hinaus und dass ihr euch jetzt wieder erneut zum 15. Mal auf den Weg macht, finde ich einfach super. Herzlichen Dank auch von meiner Stelle. Als nächstes bitte ich Professor Dr. Sieglinde Häppner zu mir auf die Bühne. Ich reiche Ihnen gleich das Mikro. Und ich reiche Ihnen auch die Hand, damit es nicht, ja, super. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Sie sind Mitglied des Landtages SPD-Fraktion und sitzen unter anderem im Sozialausschuss. Und Sie haben ein paar Worte an das Team und an die Besucherinnen und Besucher zu richten. Ich reiche Ihnen mal das Mikro. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Ich erspare mir hier viele einzelne wichtige Leute, engagierte Leute, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler zu begrüßen. Ich sage einfach, schön, dass wir hier alle zusammen sind. In der Einladung für diese Eröffnungsveranstaltung heißt es, dass die Tour ein wandernder Christopher Street Day ist. Und das hat mir wunderbar gefallen. Wandern, deshalb ist es für mich so wichtig, weil ja das Land Brandenburg sehr schön ist, aber manchmal ist es auch ein bisschen ausgedehnt und ein bisschen weit. Deshalb ist es wunderbar, dass wir nicht hier nur eine Veranstaltung machen oder eine Veranstaltung in Schwedt oder in Luckau, sondern dass wir durch die Gemeinden, durch die Dörfer ziehen und zeigen, wer wir sind, uns zeigen, wie wichtig es ist, für Lesben, Schwule und Bisexuelle die Rechte einzufordern, für Respekt für sie zu sorgen und etwas zu tun, damit wir mehr werden und damit wir gemeinsam besser leben können. Selbstverständlich, diese Tour gilt diesen Menschen. Aber ich bin vor allen Dingen auch hierher gekommen, weil ich meine, dass es doch auch um das Ganze geht, um uns alle, um die Qualität des Zusammenlebens von uns allen. In meinem schon etwas längeren Leben, jeder kann das ja sehen, habe ich gelernt, dass die Achtung der Menschenwürde unteilbar ist. Das Wort Toleranz nutzen wir so oft. Es geht uns so leicht über die Lippen. Aber Toleranz ist nur so gut, wie sie im gesellschaftlichen Miteinander von uns allen gelebt und wie sie dann praktisch wird. Es erweist sich immer wieder, dass eine Gemeinschaft nur so reich ist, wie sie die ganz besondere Individualität eines jeden Menschen achtet und fördern und zum Blühen, zum Wachsen bringt, also ihr Raum gibt. Vor allen Dingen deshalb habe ich die Einladung hier angenommen. Ich bin vorgestellt worden als Mitglied des Sozialausschusses, ja, und darüber hinaus bin ich Sprecherin für die Senioren, ja, aber auch für Frauen, für Gleichstellung. Und für Familien. Und in dem Sinne habe ich eine längere Zeit damit zugebracht, mich zu kümmern um das
Brandenburger Gesetz für die Gleichstellung eingetragener Partnerschaften. 2001 hat die Bundesregierung, ich muss da wieder ein sehr komplizierter Titel dieses Gesetzes, es geht um das Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften, Lebenspartnerschaften. Es ist so, dass unsere Gesetze immer so sperrig und so kompliziert betitelt werden, dass jeder normale Mensch erstmal davon abgehalten wird, sich mit diesen Gesetzen zu beschäftigen. Aber das ist nicht gut, wir sollten das alle tun. Aber ich kann heute auch wieder sagen, das, was ich schon bei der Begründung dieses Gesetzes im Landtag sagte, wir sind noch nicht durch, wir haben noch nicht alles geschafft, was die Beendigung von Diskriminierung von Partnerschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen angeht. Wir sind noch nicht völlig rechtlich gleichgestellt. Sie können eine Ehe schließen und ihnen wird nach wie vor das Adoptionsrecht verwehrt. Und da sind Dinge, für die wir uns einsetzen und die wir auch in der Politik durchsetzen können. Ich weiß, dass wir noch viel Überzeugungsarbeit vor allem gegenüber meinen Altersgenossen und Altersgenossen leisten müssen. Es fällt manchen schwer, sich kontrolliert Vorurteilen gegenüber lesbischen Schwulen und bisexuellen zu verabschieden, ihnen Respekt zu erweisen und ihr Recht auf Gleichberechtigung anzuerkennen. Das gefällt mir nicht, aber ich muss damit leben und ich muss damit umgehen können. Nicht leben und nicht umgehen will und kann ich aber mit einer anderen Tatsache. Nach den schrecklichen Erfahrungen von Not und Unterdrückung in Nazi-Deutschland ist es für mich unerträglich, das, was in Russland geschieht, in einem europäischen Land werden Menschen wieder verfolgt und misshandelt, die sich zu ihrer sexuellen Identität bekennen. Die Missachtung der Menschenrechte durch die Putin-Regierung wirft einen düsteren Schatten auch auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Sotschi. Nachdem in Russland verabschiedet homosexuelle Propagandagesetz droht Verfolgung und Verhaftung allen diesen Sportlerinnen und Sportlern, Gästen und Mitarbeitern der Spiele. Und dass sie ins IOC droht einzugehen. Lasst uns in unserem Protest zusammenstehen. Lasst uns schon mit der Lesbisch-Schwulen-Tour unserem wandernden Brandenburger Street, Christopher Street Day, Gesicht zeigen und Farbe bekennen. Ich wünsche der Tour viel Erfolg und dem Tour-Team alles, alles Gute und viele schöne Begegnungen auf dem Weg durch den Landkreis Garmisch-Spreewald. Vielen Dank.